Wer bist du? Okay, mal gucken, was mit unserem Schiffchen ist, ob wir den antreffen. Wenn nicht, müssen wir auf den nächsten Morgen warten. Warte mal, gibt's da nicht irgendwas wie... das hab ich nicht. Alter, kriegst du dich mal wieder ein? Danke. Darf ich hier den Anker werfen? Ja. Mach ich das mal kurz. Machen wir mal weiter. Ja, irgendwas gibt Tür umsonst. Mal anstehen. Langsam rein. Mach mal das Horn. Das war ich nicht. Wohl lassen wir mal lieber so. Ei, da springt wer rum. Da los. Ich bringe ja jede Menge Katzen um. Sprangen. Ahoi. Ahoi. So eng bei Ihnen, ich glaube, ich lege einfach direkt mal so hier an. Natürlich, legen Sie an, wo Sie wollen. Oh, Frau Leini, würden Sie damit begleiten? Ich müsste mir kurz mal meine Beine ein wenig hochlegen. In die Taverne? Hi. Was soll ich denn mit dem in der Taverne? Vielleicht ihn erstmal einen Drink anbieten, vielleicht möchte er ja kaufen. Okay. Guten Tag, Guten Tag. Hatten einen Termin mit dem Herrn Janssen. Ah. Den Herrn Janssen, ja, vielleicht kommen Sie mal mit in die Taverne und dann... Dann komme ich mal rüber geschwommen. Einen Augenblick bitte. Oh, Vorsicht, Vorsicht, da ist ein höchst starker Wolf. Und eine wahrscheinlich arme Kuh, die gleich auch sterben wird. Ja, den Herrn Janssen habe ich leider noch gar nicht getroffen. Heute. Ja, ist durchaus möglich, dass wir sehr früh dran sind. Na komm, Wölfchen. Oh, oh nein!
Da. Oh, ganz schön unsicher hier. Ei, erledigt. Wen erledigt? Oh mein. Gute Zusammenarbeit. Ja, vielen Dank für die Hilfe. Ich danke Ihnen. So, also mit dem Herrn Janssen hat man einen Termin. Ich weiß nur nicht, ob wir jetzt zu früh dran sind. Mein Captain hat den Termin abgemacht und ich habe mal wieder nicht richtig zugehört. Ja, ich okay. Bin dann jetzt hingesegelt. Ah, oh, okay, verstehe. Ich glaube, wir hatten, ich weiß nicht, ob mir kommt das Gesicht ein bisschen bekannt vor, aber ich glaube, wir hatten noch nicht das Vergnügen. Ich darf mich kurz vorstellen. Laini Dupri. Guten Tag, Frau Dupri. Sehr erfreut. Karl, mein Name. Karl, sehr erfreut. Dann kommen Sie doch mal mit. Ich würde Sie dann vielleicht auf einen Drink in die Taverne einladen und dann schaue ich mal, ob Herr Janssen da ist. Ah, sehr gerne. Danke. Oh, der Herr Janssen ist leider nicht da. Der schläft noch tief und fest. Ah, oh. Ja, das ist okay. Ich hatte damit gerechnet, dass wir ein bisschen früh dran sind. Dann würde ich wieder ablegen, ein bisschen um die Insel fahren und an einem Seitenarm der Insel anlegen, bis wir dann am Nachmittag oder zu spät... Dürfte ich vielleicht vorher erfahren, mit wem ich spreche? Ah, mein Name ist Karl, entschuldigen Sie bitte. Hi. Und Sie sind? Ich bin Lasse Schnorrison. Ansässiger Zimmermann und ein Zimmermann. Und vielleicht ein wenig Verteidiger dieses Hafens. Mit den kleinen Ärmchen? Na, also der Lasse, der kann so richtig. Oh, das bezweifle ich, der Herr. Ei, ja. Ja, warten Sie mal. Also, der Herr Lasse haut die ganzen Tiere vor meinem Hof, die böse sind. Mit einem Schlag immer K.O. Ei, meine Mutter hat mir beigebracht, immer Respekt vor Älteren zu haben. Das glaube ich gerne. Oh, das können wir gerne ausprobieren. Ausprobieren? Ich bin eher friedlich. Dagegen geil. Ein Faustkampf ist doch wohl nichts einzuwenden. Oh. Das stimme ich der Frau Leiden natürlich zu. Okay, da muss ich mich drauf einlassen. Ja! Aber bitte brechen Sie sich keine Knochen. Ich bin keine Ärzte. Also Frau Dupri. Sie sind Zeugin, also ich habe nicht angefangen oder so. Es ist nur ein sportliches Ding. Die Skills habe ich nicht. Das ist ja... Ich denke, dieser Kampf ist zu einseitig. Wieso? Er trifft mich mal. Ei, ja, recht stark. Ich denke, Sie müssen noch ein wenig mehr trainieren. Ei, ich bin noch jung. Sie sind für Ihr Alter noch ganz gut in Schuss. Oh, danke. Ja, dafür, denke, dass ich mir die linke Hand auf den Rücken gebunden habe, war das ganz angenehm. Nein, war ein Scherz, Herr Schnorri.
Ja, Herr Schnorrison. Schnorrison, genau, ja. War ein Scherz. Ja, sehr angenehm. Das können wir gerne nochmal wiederholen. Ich werde bis zum Wochenende vielleicht an meiner Gesundheit arbeiten. Hi. Entschuldigung. Und vielleicht aufhören zu schlagen wie ein Mädchen. Hi. Wie ein Mädchen. Nur weil ich mich zurückgenommen habe. Also bitte, Dina, kein Streit. Nein, um Gottes Willen, niemals. Eine sportliche Herausforderung ist eine sportliche Herausforderung. Hi. So, ja, wie war das? Also ich würde dann mit dem Schiff gleich ablegen und mich am Rand der Insel anlegen. Vielleicht die Insel noch ein bisschen zu Fuß erkunden und dann würden wir zu späterer Stunde wiederkommen. Das würde ich abraten. Weshalb? Oh, hier laufen relativ starke und böse Tiere rum. Oh, das ist gut. Also nicht mal ich traue mich mit meinen starken Bewaffnungen alleine in diesen Gefilden. Das ist gut. Das gefällt mir eigentlich. Vielleicht ist ja dann sogar was dabei, was zu uns passen würde. Oh, wenn Sie davon natürlich Ahnung haben, ein Tier zu zähmen, natürlich, vielleicht schon. Ei. Aber passen Sie auch auf diese glänzenden Tiere, ei. Ei. Deren Fell so komisch glänzt, die sind relativ stark hier auf dieser Insel. Ei. Danke für die Vorwarnung. Ja. Sagen Sie nicht, ich habe Sie nicht gewarnt, falls Sie sterben. Nein. ich wurde gewarnt, danke. Wenn er stirbt, kann er doch nichts mehr sagen lassen. Man weiß ja nicht. Vielleicht kurz vor seinem Tod. Achso. Ah, da gucke ich mich gerne gleich noch ein bisschen um. Gut, aber wie war das mit der trockenen Kehle? Entschuldigung. Ach so. Natürlich. Ja, Lasse, weißt du, ob wir also. Noch... Ja, kommen Sie doch mit in die Taverne, dann gucken wir mal. Hi. Sehr gerne. Also Bier sollte eigentlich noch da sein. Zur Not vielleicht ein Pudding. Ja, ich wollte gerade sagen, also wenn Sie auch Wasser oder Tee haben, nehme ich viel lieber dieses. Mein Captain trinkt für zwei und dadurch habe ich es mir zum Großteil abgewöhnt. Ha. Dann sollten wir vielleicht mal zu meinem Laden gehen. Da könnte ich vielleicht auch noch Kakao haben. Ach stimmt, bei Ihnen haben wir das Bier für meinen Captain gekauft, als wir das letzte Mal hier waren. Stimmt, als Sie jetzt sagen, erinnere ich mich daran. Ah, wunderbar, wunderbar. Oh, wir müssen hier durch. Oh. Wir müssen unbedingt von dem Strand hier einen Weg zum Haupttor machen. Okay, ich meine, ich schaff das, aber... Oh. Der. Ja, das schaffen Sie wohl nicht, ja? Entschuldigung. Ui, ein paar schöne Tiere. Ei, wem die gehören, weiß ich leider nicht. Och. Die standen auf einmal dort. Kenne ich auch nicht. Also, falls du einen Wolf siehst, der herrenlos hier rumrennt, ich suche meinen. Ich werde meine Augen offen halten. Ja, kann ich glauben. Okay. Trinken am Morgenvertreib kommen. Ja. Muss nur mal gucken, manchmal bleibt die Sprachtaste kleben. Ich will ja keinen nerven. Oh, darf ich vorstellen, das ist die Stadtwache Franz. Hallo, Franz. Guten Morgen, Franz. Er ist kein Mann von großen Worten. Ei. Ei. Ach, ja. Ach. Man glaubt es kaum. Oh, doch. Darf ich vorstellen, das ist meine Schwester. Frauke Schnorrison. Okay. Ihre Schwester sieht doch recht männlich aus. Wie aus dem Gesicht geschnitten. Also, Entschuldigung, ich komme lange auf See. Sie sehen doch meine Augen. Sie sind ziemlich verkrustet. Ich sah jetzt seit gut einigen Tagen auf See. Entschuldigen Sie bitte. Ha. So. Oh, schauen Sie sich ruhig um. Herr, wie Karl. War Ihr Name noch gleich? Karl, ei. Also. Ach, bei Ihnen, von Ihnen haben wir das wohlklingende Akkordeon, glaube ich, geholt. Auch, weil wir das letzte Mal da waren. Korrekt.
Sehr gute Arbeit. Ja, danke. Oh, Sie haben wohl ein Problem mit einer Giraffe. Die steigt Ihnen gerade aufs Dach. Möglicherweise steige ich ihr gleich aufs Dach. Aber nur möglicherweise. Da hat jemand meinen Pudding gegessen. Und in ihrem Bettchen geschlafen? Nein. Also nicht, dass ich wüsste. So. Oje. Rambazamba in der Stadt. Oje. Ich guck lieber nicht hin. Herr Schneuson? Die Giraffe zertrümmert da gerade ein Haus. Ich weiß nicht. Also jetzt ist schon wieder beruhigt. Gut. Okay. Ich muss nur meinen Bogen zücken und die Tiere beruhigen sich. Mhm. Ich war auch leicht irritiert. Gut, dann gebe ich Ihnen mal was Sie stärkt für die nach der langen Reise. Ei, sehr gern. Oh, vielen lieben Dank. Sehr gerne. Ich aber, ich habe voll. Ja. Die Wände sind ja jetzt schon ein bisschen. Na, geht eigentlich. Die sind wie neu. Ich habe die mit eigenen Händen erbaut. Ei. Ja, ja. Eine Frage. Wissen Sie dann, wann ich den Herrn Jansen ungefähr zu welcher Stunde antreffen könnte? Oh, das kann ich Ihnen gar nicht so sagen. Also, das letzte Mal, als ich diesen Herrn Jansen gesehen habe, ei, war ich gerade dabei, unser neues Gildenschiff zu bemalen. Ei. Mhm. Und da sagte er müsste eine halbe Stunde in sein Büro. Aha. Und gut, diese halbe Stunde war vor ungefähr 7 Stunden. Ei. Ei. Ja, seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Hm. Also sehr überarbeitet. Also ich schätze, gegen Nachmittag dürfte er schon da. Oleini? Oh. Wer ist denn das? Diese Stimme kenne ich gar nicht. Hallo? Hallo? Wer ist denn das? Ich habe die Stimme nicht richtig mitgekriegt. Jenny, wo sind Sie genau? Ach, wie sich jetzt für am Morgen noch jemand hier mit mir boxen oder was? Der soll nur rauskommen. In der Stadt? Nein, dafür. In der Stadt boxen, reifboxen. Ja, dann würde ich sagen, dann danke ich für die Gastfreundschaft. Dann lege ich mit unserem Schiff ab an einem anderen Seitenarm der Insel und dann würden wir uns am Nachmittag wiedersehen. Oh, natürlich, Sie sind jederzeit willkommen hier. Hi. Ach, Dankeschön. Sehr, sehr freundlich im Gegensatz zu meinem ersten Eintreffen hier, wo Sie hier so ein wie soll ich das sagen, ein Stadttroll rumlaufen hatten, der uns ziemlich arg angegriffen hatte, verbal. Oh, Sie meinen diesen einen Troll mit diesem Holzbein, hi. Weichnuss, Beibus, irgendwie so hieß er. Ei, Hartnuss. Genau. Der liebe Herr Hartnuss. Ja, den kann man, obwohl wir hier echt. Ach, hier seid ihr. Hallo. Guten Morgen. Wer ist das denn? Ach. Hector von Schnitzel. Freut mich, die ganze Hand zu haben. Er ist es. Oh. Ja, und Marvin. Ja. Und der Marvin, hallo Marvin. Und er kackt auf die Straße. Ja, das ist eine schlechte Anzogen, würde ich sagen. Wo kommen die denn alle her? Hallo, Frau
aus dem schlimmsten Nest, Frau Sera. Frau Sera, genau. Himmel, Herrgott! Lasse. Zieh dir Schuhe an, bitte. Ich zieh mich gleich ganz aus hier. Nein, bitte nicht. Der Horizont. Wir haben schon einen komplett nackten Herr getroffen, also ist das, glaube ich, nicht das Schlimmste, was wir sehen mussten. Ja, aber nicht einen so durchtrainierten wie mich. Ja, das stimmt allerdings. Der Herr war kleiner als ich. Und ich glaube, er steht... Wie meinst du vielleicht den Herrn Langbart? Ganz genau den. Fühlt sich da jemand angesprochen für die Herren, die mich noch nicht kennen? Ich heiße Seraphiel Cherubin. Oh, ich glaube, ich habe sie schon mal gesehen. Hi, waren sie nicht mit ihrem Mann hier? Und haben diese Tortuga gezähmt oder was es war? Ganz genau. Den Tag hatte ich einige Probleme in der Schale der Tortuga, aber bis jetzt hat sich alles... Also wir konnten bisher auch ein Kind hervorbringen von den zwei, die sie uns ausgeliehen haben, bloß leider ist es ein Männchen. Und es ist grün. Frau Cherubin, es tut mir leid, ich habe gerade meine Zunge etwas verschluckt und in meinem Bart genuschelt. Es tut mir leid, dass sie mich nicht gehört haben. Mir tut es auch leid. Aber ich wollte gerade sagen, ich bin gleich groß, ja, also... Also das liegt aber nur an den dicken Schuhsohlen. Oh, Mensch, mussten Sie das jetzt sagen? Entschuldigung, aber ich wurde zur Ehrlichkeit erzogen. Oh nein, jetzt haben wir alle sein Geheimnis. Oh nein, jetzt kennen wir alle dein Geheimnis. Toll, ich geh mich jetzt in die Ecke und schäme mich. Viel Spaß. Oh nein. Na, Axel, das steht dir. Lasse, fährst du mir etwa den Rücken? Nö. Okay. Ist doch etwas schwer, da runterzukommen, also verstehe ich das. Hi. Meine müden Knochen schaffen nicht mehr, meinen Fuß so weit hochzukriegen, hi. Da kann ja nicht jeder dafür, dass du so ein alter Sack bist. Wird Zeit für den Jungbrunnen, Lasse. Für den was? Wir waren erst, also ich fühle mich jetzt viel besser. Den Jungbrunnen. Haben Sie ihn auch gefunden, Herr Langbach? Oh. Ah ja, hat gut geklappt. Ich bin mit Jansen da noch hingesegelt, wo wir... Reed gesagt hat, wo ich hin muss, und tatsächlich haben wir ihn gefunden. Das ist schön, wir waren einen Tag nach ihm da. Dürfte ich frech fragen, ob Sie die Informationen teilen mögen? Ich habe noch nie etwas davon gehört. Sie sind mir in den Rücken gefallen. Was das ihnen ist? Sag ich nichts mehr. Ein Jungbrunnen. Den gibt's gar nicht, das ist nur eine Erfindung. Ein kleiner Brunnen. Ei. Es gibt den Altbrunnen, der ist groß, Ei, und der Jungbrunnen, der ist klein, der muss erst noch wachsen. Frau Cherubin, ich mag den. Lass ihn. Aha, ein Brunnen, der wächst. Nein, er ist Norizont. Wir können Ihnen gerne mehr darüber erzählen, das ist kein Problem. Wir hatten ein bisschen viel. Das ist ein Brunnen aus Holz, Ei, verstehen Sie? Aber Frau Cherubin, wollte mich zwar gleich zu Bett legen und hätte nur noch eine kleine Frage an Herr Lasse gehabt, aber wenn Sie schon... Oh nein, sie können sie nicht mitnehmen. Ach, sei doch nicht eifersüchtig, Hector. Ich mag dich doch auch. Du darfst natürlich auch mitkommen. Yay! Siehste? Worüber sprechen wir gerade? Was habe ich verpasst? Ich wollte... Einfach nicken und zustimmen. Ja, eben, genau. Sie möchten das auch, Sie wissen es nur noch nicht. Oh, ich glaube, ich brauche einen Marvin kommt auch nicht ertragen. Nein, das wird Marvin könnt ihr schön alleine machen. Ich habe meine... Nein. Marvin muss dabei sein, jetzt seien Sie doch nicht so. Ohne Marvin ist es einfach nicht das Gleiche. Eben. Ich weiß erschreckenderweise, worüber ihr redet, und ich sag einfach Nein dazu. Ein höfliches Nein, danke. Nein, ich wollte doch eigentlich... Sie hören ja gar nicht zu. Was ist denn heute los mit Ihnen? Sie haben mich gar nicht ausreden entschuldigen lassen. Entschuldigen Sie. Reden Sie aus. Okay, ich wollte eigentlich sagen, ob Sie jetzt mitkommen wollen und meinen Tierbestand anschauen, da ich jetzt alles da habe. Ja, natürlich, das ist überhaupt kein Problem. Ach, wir sind jetzt zufällig auf einmal. Gerade hier. Ach, es geht auch schon wieder los. Nein, wir wollten eigentlich den Herrn Schneider... suchen, den Herr John, aber der ist anscheinend zu Bett, also warten wir einfach bis morgen. Und ja, der schläft leider. Heute haben wir noch alle Zeit der Welt. Ja, ich leider nicht mehr, aber da ich Lasse noch sprechen wollte, da ich mal irgendwie die Hilfe eines Zimmermanns brauche, da ich gerade ein bisschen verzweifle, würde ich natürlich alle einladen, erstmal mitzukommen. Ich nehme das Angebot sehr gerne an. Hi. Sehen Sie? Sag doch, Sie wollen das auch. Mal schauen, wie weit es schon gediehen ist und dann eventuell auch noch helfen, falls es noch nötig ist. Ich höre, das ist schon sehr weit vorangeschritten. Ja, Fräulein, das stimmt. Also, wo ich natürlich immer noch auf Ihre Hilfe hoffe, ist das Gehege für die Giraffen. Ja.
Aber ansonsten bin ich schon fast fertig und jetzt bin ich noch etwas, ich weiß nicht, die Dächer, ich mag sie einfach nicht, ich kann sie nicht leiden und komme damit nicht klar, deswegen wollte ich nochmal den Zimmermann fragen, wo auch immer er schon wieder hin ist. Vielleicht hat Marvin ihn gegessen. Na, das wäre natürlich. Ja, hast du fein ihn gemacht, gegessen? Marvin. Beinahe Marvin. Kaum gebe ich ihn aus meiner Obhut, ist er ein unerzogener Bengel. Verstehe schon. Er hat ihn schon richtig erzogen, der Hector. Er hat alles gut gemacht. Der kommt nur nach seinem Besitz. Wer da irgendwie? Vater. Vielleicht, Ja, was jetzt? Oh. Keine Ahnung. Hören Sie doch auf, dazwischen zu sprechen, Fräulein. Ich möchte uns etwas sagen. Tut uns leid, Fräulein. Tut uns echt leid. Ich und Hector möchten uns entschuldigen bei Ihnen. Vielleicht auf meinem Hof, denn es fehlen 3 Schweine, der Futterdruck war weg und ein Wolf. Das ist nicht gut. Ja. Eine Mission für dich, Hector, du musst die alle finden. Naja, wenn ich mal kurz zwischenrufen darf, ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag. Ich müsste jetzt tatsächlich weiter. Ich gehe noch mal kurz zum Herrn Schnorrison, mich bedanken für den hervorragenden Faustkampf und dann sehen wir uns heute Nachmittag. Wie Sie wollen, Herr Schnorrison, dann müssen Sie bei Marvin gucken. Dann der ist seine Wiedersehen, Bauchstern. Unbekannter Mann mit ohne Namen. Oh, Entschuldigung, mein Name ist Karl. Voll freut mich, Herr Langbart. Guten Tag, Herr Langbart. Hector von Schnitzel. Guten Tag, Herr von Schnitzel. Lasse, du bist ja doch da. Ich dachte schon, Marvin hat dich gefressen. Oh, möglicherweise hätte ich beinahe Marvin gegessen. Nee, ich glaub nix nicht. Da. Oh, ich glaube schon. Ach, der Herr Schnorrison. Nicht diesen Marvin. Herr Schnorrison, danke für den Faustkampf. Vielleicht können wir das heute Nachmittag nochmal wiederholen, wenn wir zum Herrn Jansen zu dem Termin kommen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Lass mich raten, Lasse, du hast verloren. Oh, ich glaube eher weniger. Er wird winselt auf dem Boden. Ja, oh, die Frau Dupri kann das aber bestätigen, dass dieses sehr einseitig war. Ich denke, ich war ihm auch aufs Überlegen. Ei, ja, das ist wohl wahr. Aber mit dem hohen Alter viel Erfahrung. Ei. Ja. Gut, dann wünsche ich Ihnen allen noch einen schönen Tag und würde sagen, Frau Dupri und Herr Schnorrison und die anderen, wir sehen uns dann vielleicht heute Nachmittag. Bis später. Dann vielleicht. Tschüss. Ja. Tschüss. Auf bald. Wenn der Rest noch da ist, ich werde jetzt noch kurz, ich muss noch kurz mal was in mein Buch gucken. Ich wäre so quasi in einer Minute wieder da. Ja, was? Hier? Wo? Du musst dein verdammt. Ei. Weißt du nicht, was da.